Das klingt nach entweder einem Baum oder einem Vogel. Klamotten fallen einem ein. Lucifer, Teufel. Ja, nein! Lucifer, Kleidung oder Baum? Ich verstehe nur Bahnhof. DSW 21 schickt mich los, um rätselhaften Begriffen aus dem ÖPNV auf die Spur zu kommen. Mal sehen, was mich heute erwartet. Meine Schnitzeljagd soll immer an zentraler Stelle direkt in der Innenstadt beginnen. Ja, da habe ich was. Bitteschön. Oh ja. Ein Umschlag? Danke. Na, die machen es aber spannend. What? Na, das fängt ja gut an. Alter, transluzenter Faltenbalk? Erste Ideen brauche ich wohl von den Dortmunderinnen und Dortmundern. Fällt mir natürlich mein Beatmungsbeutel ein als anästhesistische Schwester. Falten bieten ja aber auch immer Potenzial, sie zu glätten oder flexibel zu sein. Transluzent? Das kommt nicht von der Stadt Luzern? Nee, das würde ich ausschließen. Ich bleibe in Dortmund. Also, Balk ist ja auch ein altes Wort für freches Kind. Und die basteln und falten doch gerne. Vielleicht komme ich ja so weiter. Ich besuche also einen Dortmunder Experten im Falten, Peter Dahmen. Seit seinem Studium fasziniert ihn die Transformation von Pappe und Papier, aber erst seit dem Posting eines YouTube-Videos kann er damit auch seinen Lebensunterhalt verdienen. Das Video wurde millionenfach angeklickt. Und jetzt schaut mal warum. Weg. Sowas nennt man Pop-up-Kunst. Und diese Technik lässt mich schon an eine Lösung für mein Rätsel denken. Peter Dahmen kreiert für große Unternehmen sowohl faltbare Postkarten als auch mal eine mehrere Quadratmeter große Bühnenkulisse. Es bestärkt mich. Es bestärkt mich in meiner Vermutung. Denn DSW 21 hat natürlich auch Gelenkbusse. Und da muss ich jetzt unweigerlich dran denken. Ich glaube, ich bin da in meinem Kopf auf einem guten Weg. Dafür schon mal vielen Dank. Aber jetzt muss ich mal eben nachfragen. Das ist handgemacht, das haben ja. Sie? Mit diesen Händen sitze ich dann hier in meinem Schreibtisch, schneide dann tagelang kleine X'e aus, die ich dann irgendwann montiere zu solchen Formen, die natürlich Ähnlichkeiten haben mit dem Gelenkbusmittelteil von so einem DSW-21-Ding. Nur bei mir entsteht nicht immer ein Bus. So gab es nach Hollywood hat das geschafft. Dieses Modell hier zum Beispiel entwarf er für einen Netflix-Film. In L.A. bekam er dafür eine wichtige Award-Nominierung. Um ein ganz einfaches Pop-up zu machen, was aber durchaus eindrucksvoll ist, nehmen Sie einfach ein Blatt Papier und falten Sie es zur Hälfte. So. Ja, das schaffe ich wohl noch. Okay. Reinschneiden mit einem fetten schwarzen Strich. Bis jetzt geht's noch. Okay. Jetzt nehmen Sie einen Teil dieses Schnittes und falten ihn schräg nach oben. Ob das für Hollywood reichen wird? Ja. Das ist die Grundlage. Wenn Sie jetzt ein bisschen kreativ damit sein wollen, machen Sie Augen, Nase, Ohren, was immer Ihnen einfällt. Da hätte ich tatsächlich eine Idee. Das 21-Maskottchen Kim. Das ist Kim. Hallo Kim. Wir fragen jetzt in der Werkstatt nach. Denn hier wird man mir ja wohl jetzt ganz genau erklären können, was es mit dem transluzenten Faltenbalk auf sich hat. Und ob ich mit meiner Vermutung richtig liege. Über 100 MitarbeiterInnen sind hier in den Werkstätten am Betriebshof beschäftigt und sorgen dafür, dass die fast 200 Busse jederzeit einsatzfähig sind. Carsten Werner ist Leiter der Busflotte bei DSW 21. Er kennt sämtliche Fahrzeugtypen und ist auch für die Fahrzeugbeschaffung mitverantwortlich. Ob in einem der neuen Elektrobusse ein transluzenter Faltenbalk verbaut ist? So, und das hier ist also der transluzente Faltenbalk. Nein, das ist kein transluzenter Faltenbalk. Das ist eigentlich unser Standard-Faltenbalk, den wir hier beim DSW 21 fahren. Also Faltenbalk ja, aber transluzent nicht. Was bedeutet das genau? Transluzent heißt eigentlich lichtdurchlässig. Das heißt, wir hätten dann hier in dieses Gewebe, was man hier sehen, wäre ein silikonisiertes Gewebe, was ja praktisch mehr Tageslicht durchlässt und dann einfach diesen Bereich des Faltenbalges ein bisschen heller und freundlicher gestalten würde. Faltenbalg, also Falten sehe ich überall. Balg wäre jetzt meine Frage. Ich denke an Blasebalg. Arbeitet das Ganze ja auch mit Luft? Der Faltenbalg an sich hat nichts mit Luft zu tun. Und das ist einfach dafür gemacht, der Faltenbalg, um einfach möglichst viel Bewegungsfreiheit fürs Fahrzeug
nicht nur in Längsrichtung, sondern auch in Vertikal. Also wenn der Berge hochfährt oder so über Kuppen fährt, so. Das muss sich ja alles bewegen können. Ja, okay. Der ist für uns einfach optimal, der ist wartungsärmer. An DSW 21 möchten wir eigentlich, dass das ganze System pflegeleicht ist, dass wir das besser reinigen können. Es wäre bei Translucent einfach das Problem, dass so ein lichtdurchlässiger Stoff viel mehr verschmutzt. Und da müssten wir viel mehr reinigen. Also hatte Balk doch nichts mit Kindern zu tun. Und in Dortmund gibt es ja auch gar keine transluzenten Balge. Tageslicht bekomme ich aber auch genug, bevor ich in den Bus einsteige. DSW 21 hat bestimmt noch mehr Begriffe, die ich für euch enträtseln soll. Seid ihr dabei? Ja.